Willkommen zurück zu einer weiteren Nightmare-Folge mit unseren Mitspielern Domex, Lukas Mitchell, Rekunas, Herr Pizza, oh shit, jetzt habe ich den Namen gesagt, Chippy Zockt und Rico LP. Alle natürlich unten in der Beschreibung und ich natürlich auch. Okay, ich brauch nicht in die Beschreibung, sondern... Ja, nicht. Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Außerdem auf den anderen Kanälen, ich weiß ja nicht, wie die das machen. Ja. Ja, okay. Bei mir genauso, genau, ja, sämtliche Leute genau, alle unten drin so. Ich hab's mal gesagt. Abgehoben. Abgehoben. Hashtag abgehoben. Oh, Chibi, den hab ich nicht gesehen. Ja, und wir waren ja in der letzten Folge hier fleißig am Farm von Fröschen und wollen jetzt mal ein bisschen hier LSD verarbeiten und dann verkaufen. Und Geld machen im Idealfall, genau. Genau. Alles standardmäßig eben. Wir sind mal illegal unterwegs. Ja, Leute. Ja. Also ich weiß noch erst, als wir das gemacht haben, ja. Ja, und ich hoffe, es sind keine Bullen auf dem Weg zu uns. Denn darauf habe ich gar keinen Bock. Ich sag mal, das schon drei, ne? Wie wollen wir das da machen, diese ganze Badass-Geschichte? Wollen wir da noch irgendwie dann so die Richtung einpegeln? Oder ja, klar, nicht? Auf jeden Fall. Kann sein. Wer weiß. Wenn wir das dann alles fertig verarbeitet haben, okay, verkauft haben und sicher auf unserem Bankkonto abgelegt haben, dann kannst du losgehen. Aber ich will niemanden anstiften, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr sonst ganz, ganz, ganz nette Leute seid. Was? Für niemanden sind welche Verbrecher. Ja, ich sag mal so, unsere Gruppierung ist offiziell angemeldet als gegen den Staat. Okay. Gegen den Staat. Gegen den Staat. Yep. Anti-Staat. Ifrit Wolf. Bei mir fliegt das Auto gerade überall rum, bloß nicht da, wo es sein soll, glaube ich. Ja, das liegt nur an dir. Also, okay. Kein Problem. Ihr habt es gehört, ne? Ja. Ifrit habe ich gehört, ja. Jetzt ja. Ist wieder richtig. Teddy hinter dir. Oder? Lass mal eine Aussteigung auf die Typen ziehen, Mann. Das wäre bestimmt lustig. Ja, ist hinter mir? Nö, das ist nix. Ach, da nee, bin ich. Hä, wer ist denn hier? Irgendjemand fährt uns hinterher, irgendwas komisches da hinten. Ne? Ach, Domex ist das, okay. Domex ist das. Oh. Ja, ist was komisches. Ja, das ist ein Ifrit. Das ist gut, dass ich meiner neuen Maus kann ich jetzt so cool rauszoomen. Wer hat das gerade gefragt? Ich habe gerade gefragt. Ach, das ist ja echt ein Ifrit. Hinter dir, Domex. Du Chippy? Nee, ich habe nichts gefragt. Wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Also es gibt hinter dir, Mann, Domex, guck doch mal. Ja. Wolf, hört man mich nicht? Hinterher im Ifrit. Ich hör dich. Hört ihr mir nicht zu oder so? Ja, doch. So, was aber hinter mir war keiner. Hat der überholt. Jetzt fängst du schon an mit dem Durcheinander, ja. So, bin wieder da. Also, falls wir Probleme haben sollten, stehen die Russen uns gerne zur Verfügung. Habt ein kleines Wünsch mit denen gequatscht. Und ihr haut natürlich alle einfach ab. Die dachten schon, ihr hättet Angst. Nein. So. Nee. Ihr wollt verarbeiten. Irgendwie ja beides. Ach, Martin, komm, Angst. Ja? Die wollten dir eigentlich nur mal gerade Hallo sagen. Achso. Und du haust einfach ab. Na, sorry. Ich dachte. Bei wem fahre ich denn gerade mit nochmal? Ja, das ist. Das weiß ich nicht. Mit wem fahre ich überhaupt mit? Fahre ich überhaupt eine richtige Gruppe? Ich bei Leute. Bei mir sind keine Passagiere. Rico gut, gleich aus Kavala ruft er an und sagt, holt mich ab. Okay. Der LKW, in dem ich sitze, fährt jetzt gerade um eine Kurve bei so einem Autowracks vorbei. Oh, und ich hab jetzt irgendwo gegengefahren. Okay, da bist du bei mir mit drin. Die Reifen sind kaputt. Natürlich fährt er bei. Ja. Kann mich wer reparieren. Seid ihr schon durch DP13? Ich stehe jetzt drin. Ja, wartet ihr da kurz? Ich brauche nicht. Wir haben keine Repair-Kits mehr. Hey Leute, oh fuck. Wir haben alle kommt ihr bis nach DP13, dann hole ich euch eins raus. Ah, Mann, Alter, wieso passiert mir das? Vor allem, ihr könntet mit eurem Geld die Insel kaufen, habt aber kein Repair-Kit dabei, ja? Um das zusammenzufassen? Okay. Leute, kommt mal bitte zurück, jetzt nicht so auseinander. Ja, Leute, wir müssen zusammenbleiben. Oh, nee, ich hab doch nur zwei. Nein, reparier du, weil bei mir ist das ein bisschen buggy. Weil da wird ja nur die Hälfte repariert. Bei allen. Das stimmt, ja. Das ist vielleicht noch gut. Echt, bei dir wird die Hälfte? Wenn du selbst dein Fahrzeug reparierst, wird es nur sozusagen zur Hälfte repariert. Das heißt, die Anzeige ändert sich nicht. Es muss immer jemand anders reparieren. Das heißt, nicht Fahrzeugeigentümer. Weil jemand, der nicht den Schlüssel hat. Du sollst dann eigentlich den ADAC rufen. Aber der auch mal zum Einsatz kommt. Ah, dass der überhaupt mal kommt. Aber den braucht keiner. Na, ich sag mal so, guck mal auf den Zollwald, langsam wird's voll. Na, ja, ich hoffe, die Bullen mischen sich nicht ein, ey. Ganz ehrlich, da hab ich echt Schiss vor. Ach, komm, wie viel sind denn drauf jetzt? Ich würde da ganz selber gucken, aber... Ich schätze mal so rund um die 50. Nee, Polizisten. Drei, okay. Ja, jeder von uns hat drei Kugeln. Der Medic, Dr. Pflaster, ist ja auch cool. Okay, geiler Name. Rico, kannst einsteigen. Ja. Jetzt, Ich bin noch mal kurz dann in meinem Haus, ne? Dann nehme ich uns gleich ein paar mehr Repair-Kits mit. Hey, bleib stehen! So, muss ja nicht jeder sehen, wo das ist.
Voll ist interessant. Aber man sieht es ja in der Aufnahme. Ja. Wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, aber nicht zu nah aufeinander aufhören. Ich würde gerade sagen, wir fährten da vor uns. Rekonas, zieh mal rein. Hey, wir waren doch zu fünft. Wo ist denn der andere? Ja, ich stehe hier. Was, da ganz vorne, oder? Hier? Ach ja, stimmt, der eine wird ja nicht angezeigt. Okay. Der ist ja nicht in unserer Gruppierung drin. Ja. Ihr wollt mich ja nicht drin haben. Sorry. Oh. Nein, falsch, der Server will's nicht. Ja, stimmt, der Server will's nicht. Ja, ja, würde ich dann auch sagen. Ach, hier ist er. Ich hätte es voll gut getan. Er hätte eigentlich denken können, du bist einfach nur ein Container, der dann so an der Seite rumsteht. Ja, fahrt alle mal vorbei. Ich komme danach. Du bildest die Nachhut? Hier ist die P13, okay. Ja, genau. Gut zu wissen. Ich bin gerade im Menü, es tut mir leid. Überfall. Leute. Überfall. Was? Überfall. Oh. Wer war's? Überfall. Ich bin tot, das ist doch nicht normal. Mein Gott, ist das laut. Lol. Überfall. Leute, wir werden überfallen. Wo sind die? Hilfe. Ich bin tot. Das ist blöd. Nee, aber TTF ist taktisch Hammer. Da sind sie, hier sind sie. Der TTF? Ja. Mhm. Warte mal. Wir spielen auch, also Zane zum Beispiel ist Level 25 in King of the Hill und du brauchst richtig lange. Für sowas. Rico? Ich will gerade einen RP anfangen. Die sind ja dann richtig gut, Alter. Okay. Ja, der hat sich gerade lustig gemacht. Gerade. Direkt vor meiner. Ja, irgendwie, danke für die fette Aktion. Dann hat er sich noch so ganz süffisant drüber hergemacht mit seinem Lachen. Nehmen die auch auf? Jetzt sind die 12 oder wie? Weiß ich nicht. Niemand ist 18. So scheiße, ey. Alles sag mal eine mal, wann die aber ich Minuten muss rum sind. Echt sagen, und das habe ich niemandem jetzt auch geschrieben, Respekt an die Flashbang, Alter. Oh, Fahrzeugrettung, die ultimative Fahrzeugrettung. Chippy, mein Loot, Chippy. Ich will mein Loot. Jawohl, ich sitze im Strider. Welcher ist denn jetzt meiner? Echt, Fahrersitz. Fahrersitz bin ich jetzt, ja. Er war abgeschlossen, eigentlich. Schlüssel. Da sind mein LSD ist noch drinne. Oh. Alles noch drinne, Leute. Das heißt, verarbeiten. Ja, Mann. Steig mal aus. Einfach so tun, als wenn nie was passiert. Ach so. Ja, willkommen Leute zu einer neuen Folge. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Hallo erstmal, ne? So, jetzt kannst du. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet, aber. Ja. Wir sind tot. Gewesen. Nein, der hat noch das ganze Scheiß. Ich hatte doch schon lauter verarbeitet. So, ich verarbeite einfach weiter, ja? Ich nehme die Frösche raus, verarbeite und raus. Wir haben keinen großen Verlust gemacht. Wir haben eigentlich nur unsere Waffen verloren. Und unsere gibst du mir eben noch Schlüssel und bisschen den Habit? Dann kann ich mitverarbeiten. Hast du noch, oder? Also, New Life-Regel ist aber jetzt hier wieder in Kraft gesetzt, ne? Also, 10, Leute, 15 habe ich noch. Alles klar, geht, habe ich. Alle gleichzeitig anfangen und der zuerst fertig ist, kriegt von jedem anderen 10.000. Ist das eine Idee? Ich hätte nicht mal 10.000. Nein. So, was mit Rico? Fährt er jetzt bei uns mit oder soll er warten? Der kann bei mir mitfahren, aber der kann auch im anderen Strider mitfahren. Nee, ja. Wer einer muss ja in einem Strider fahren. Ist und einer muss meine Reifen reparieren. Ja, ich bin schon leichter. Coach. Sorry. Also, ich bin ein bisschen erkältet, hört man vielleicht. Ja, ich ebenfalls. Die hör auf dem Sandweg und weiß jetzt noch nicht ganz genau, wohin soll. Boah, ich hab mich gerade falsch erschrocken bei dem Licht. Ich auch, ich dachte, da kam noch eine Flasche, ey. Wow. Pia, komm mal mit mir. Oder bleib hier. Rico, wir warten jetzt, du wartest, gleich kommt noch ein Strider angefahren und den fährst du dann. Der hat jetzt kaputte Reifen. Ist gut. Deswegen, alle Reifen sind noch ganz. Also wir fahren crossover runter zum Diamantenhändler, von da aus Straße nach DP13, nach DP19. Anlichtkiosk vorbei, beziehungsweise wir können auch nach DP19 den Feldweg runterfahren, direkt zum Drohnen, die nach DP21, oder?
Hat jetzt irgendwer was verstanden? Nein. Ja, also erstmal zum Diamantenhändler und von da aus zu DP13, von DP13 aus zu DP19, von DP19 zu Andis Kiosk und von Andis Kiosk Nein, wir müssen... Das hört sich an, als würde ich schon mal versenken spielen. Wir fahren einfach vor Andis Kiosk, also wenn du nach DP19 fährst und DP13, kommt da davor dieser Feldweg. Da kannst du direkt runter durchfahren zum Drogendealer, bitte. Siehst du, was ich meine? Ja. Leute, hart versenkt. Ich weiß schon, wo einmal der verarbeiten, ist. Dann sind wir fertig. Genau. 13, 19 an die Skios und dann. Und der Heli da oben, der begleitet uns die ganze Zeit, ne? Da? Ja, ja, der Heli guckt. Okay, 4 TFF. Oh. Nee. Plus Ladung. Ich habe euch ja vorgewarnt, du bist alles auf Video. Ein Strider fährt mal bitte vor. Warte, ich muss kurz den Sound ein bisschen leiser machen. Achso, stimmt ja. Was für ein Konvoi, hammerkrass. Das habe ich persönlich so noch gar nicht gesehen bei Altes oder irgendwas. Wir haben schon einen 7er Konvoi gemacht. Okay, Leute, dann können wir loslegen, oder? Ja. Let's go. Okay, 3, 2, 1. Herzlich! Boah, was für eine fette Kuh, Leute. Guckt euch das mal an. Ja, ne? Hammer. Ja. Voll geil. Domek, ist ein Fahrzeug markiert am Drogendealer. Genau, ja. Guck ich mal auf die Map. Wir fahren nach DP13 runter. Durch DP13 runter nach DP19. Ja. Wenn du DP19 die Straße weiter runter gehst, Richtung Andis Kiosk, kommt ja kurz vor dem Highway noch ein Feldweg. Mitchell, der Feldweg führt genau zum Drogendealer. Okay, Mitchell führt die Kolonne an. Ganz genau. Warum? Weil ich sonst wie wieder Rufi und Kata Carlo begrüßen euch. Jo, moin. Grüß dich. Ja, hallo. Hallo. Grüß Gott. Hä? Jetzt verpissen sie sich. Wo denn jetzt eigentlich? Hä? Wo denn? Ja, im TS, ich dachte jetzt im TS sind irgendwelche neuen Leute gerade. Okay. Ich sag hier nur Hallo, ja, aber ist ja kein Hallo. Als Strider sollte sich vielleicht schon mal positionieren. Ja, gut, warte, ich fahr schon mal vor. Nein, du hast gedesynkt. Oh. Mega desync. Dann buche ich auch zum ersten Mal in Casino. Ich werde dir in verschiedenen Sachen in Jungquart. Gaustein. 500.000 sind im Jackpot. Naja. Ich hab wieder Geld gekriegt. Rico, ich hab dir jetzt mal 50.000 gegeben, damit kannst du spielen. Danke. Jawohl, ich hab auch ein bisschen Geld. Ich nicht, ich hab auch ein bisschen Geld. Nein, Rico ist neu. Ich hab Flatzgeld. Du kannst auch. Ja, ich hab auch kein Geld. Also, du gehst jetzt hier an die da in den Bildschirm und scrollst durch die Slotmaschine. Flieg mal bitte für mich in den Bildschirm drauf. Slot? Daniel, ich will auch Geld. Nee. Okay, ich bin drauf. Ich geb dir gleich das Geld wieder. Rico, bist du auf Slotmaschine? Nein. Ja, bin ich. Du kannst 10.000. Du kannst 1.000. 10.000, 100.000. Lukas, was ist passiert? Der ist in seinen Rotor gerannt, Ich sehe es ja. Loot. Also, ich würde jetzt einfach. Soll ich jetzt alles mit Eimer setzen? Nein. Lass einfach 1.000. Ich loote ihn. Ja. Ey, Lukas, ne? Scheiße, kann ich das irgendwie löschen? Ich hab 11.000 statt 1.000. Ich sag doch, du kannst nicht fliegen. Ich bin auch nicht geflogen. Ja, das hat aber. Laufen kannst du auch. Okay, 1.000, dann wahrscheinlich Play, ne? Genau. Moin Leute, nee, alles klar bei euch. Sammel alles auf, Domex, ne? Ja, mach mich reich. Domex, du kannst ja auch kein Geld mitbringen. Na, komm Domex, wir machen Rennen. Paddy, du überfährst mich hier gleich, dann rast dich aus. Du kriegst von mir Geld mit und du kriegst die Sachen wieder. Ja, hatte ich vor. Ich hab nichts gewonnen. Ich auch nicht und ich hab kein Geld mehr dabei. Domex, geh mal bitte weg. Oh, wie lange der durchrattert, ne? Lukas, Kamikaze, frag schon, was ist jetzt wieder mit Lukas? Ich mach das nochmal. Hier geht's ab, Leute. Du hast aber Geld, oder? Hier geht's ab. Hat deine, ich hab Geld, ja. 1.000 für mich? Oder mehr? Nee. Boah. Achso, ich hab nochmal 50.000 gekriegt. Mal bitte halten Sie sofort. Alter, Rico hat voll viel Kohle gekriegt hier. Daniel, Rico. Ich werd jetzt, oh, das ist ja der Hammer. Ohne, dass ich mich ausziehen muss, das ist nicht oft. Daniel, wenn ich dich heile, einfach das Geld. Nein, das ist doch so scheiße. 7, AK, darunter 7. Ups. Wie kann man so klug sein und in der Ecke runterrennen? Ich versteh's nicht. Boah, ich komm mir nicht mehr weg von dem Ding, ne? Ich steh jetzt die ganze Zeit jetzt hier und spiele. Escape, dann. Ja, nee, will ich ja nicht. Ich will spielen. Ich spiele. Chippy, komm, wir sind nicht so zocksüchtig, komm. Was? Doch, voll. Okay. Ah, ich will zocken, ne? Kommt ihr nicht durch? Oh mein Gott! Ich bin. Warum bin ich tot? Wieso bist du tot? Beim Zocken hast du beim Zocken verreckt! Hast du beim Zocken verreckt? Gegessen und getrunken hast du aber, oder? Ja, da war nicht viel. War nicht viel? Ich bin ja erst respawned von.
Scheiße. Warum bist du gestorben? Warum bin ich tot? Beim Zocken verreckt. Vom gibt's noch nicht. Vom PC gestorben, ey. Ja. Habt ihr schon sein Geld gelootet? Das ist echt hart. Slotmaschine, ey. Scheiße. Cool. Ja. Wie geht ich das jetzt, Play? Ja, ja, er verspielt jetzt seine schönen gewonnenen 50.000. Ey, Leute, hat einer von euch Geld? Ich brauch was, wir auch zocken. Aber nicht sterben. Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich loote dich. Die Karotten? Zocken, bis der Arzt kommt. Nee, schade. Ich glaub, du hast wirklich nicht getrunken. Oh. Kann mir einer Geld geben von euch? Ich hatte ja von vornherein schon wenig HP. Aus irgendeinem Grund. Der kriegt sie nicht mehr ein. Hat irgendjemand in die Wand gebackt. Wir sind also ich wurde kurz danach Kurz kannst du mir geschubst. Geld geben? Wir waren alle ein bisschen zu stürmisch mit dem Rico. Ja, der warte mal, Ricola steht jetzt so schön in der Ecke, warte mal. Nein, du Wichser, nein. Komm, soll ich einen Spawn am besten? Der hat keine Lizenz. Ah. Na, dann muss ich ihn wohl einen abholen. Wie teuer ist die Lizenz? Mal wieder. Chippy, komm, wir gehen ihn abholen. Pyrgos, spawn Pyrgos. Pyrgos, okay. Ey, du spart noch ein bisschen Geld, ich will auch noch was verzocken. Ich hab kein Geld. Während ich spawne, hab ich übrigens diese komische Spielmaschine hier vor mir grad. Läuft. Kommst du mit, Paddy? Ich nehm's einfach mal, ich guck jetzt grad nicht, ob jemand guckt. Ein schöner Rucksack. Ein schön Tragegut. Ey, schmeißt du noch so eine Gruppe raus? Was, den Anzug? Ey, ich kann sogar rumlaufen wie der Polizist. Das mach ich jetzt einfach mal. So. GPS. Rico, dein Netto ist unterwegs. Alles klar. Ey, du Mongo. Ey, du Wookie am Boden. Geld. Kann ich ein Geld aufheben, was auf dem Boden rumliegt? Boah, die sind das gerade bei mir. Okay, warte. Ich geb dir ein bisschen was. Windows-Taste. Was für eine Ratte, ey. Kriegst du nichts mehr von mir, ey. Nie wieder. Wie kann ich denn den Koffer aufheben? Windows-Taste. Hä? Windows-Taste. Mein Gott, ey, komm, ich steck dir jetzt 1000 Euro rein, 1000 Dollar und dann hol ich dir die Mille raus. Ich hab gewinnt. Ich dachte, du brauchst Geld. 35.000. Hä? Nein. Ich bin im Pogos, ne? Nein. Raus hier. Das ja, wir sind auf dem Weg. Oh Gott, jetzt werde ich von der Polizei verfolgt. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich kann einmal zocken. Ich renn von der Polizei weg, weil ich die Klamotten geklaut habe. Komm schon, zack, dann komm schon. Ich renn doch richtig! Ja, Rico. Der schreit, ich soll stehen bleiben. Soll ich wirklich stehen bleiben? Nein! Ah. Du hast ihn ja nicht gehört, kannst doch schnell hören. Renn weg! Holt mich jemand ab! Jetzt kennt mich auf einmal keiner mehr, weißt du? Ich werd beschossen. Was? Komm schon, ja, schon Taser. Ja, Praktikant, ja, Taser. Hab ich jetzt irgendwas gebrochen? Praktikant, Taser, natürlich, das ist nicht zu beachten. Ja. Ich lieg auf dem Boden. Let's go.